Ich weiß nicht, was mich geritten hat, meine Kinder einer Frau anzuvertrauen, die so frisiert ist wie Sie. Miss Pettigrew war Kindermädchen. Ihre Anstellungen waren nur von kurzer Dauer. Man fand sie ziemlich schwierig, Miss Pettigrew, und sowas höre ich immer wieder. Ich fürchte, dass wir im Augenblick nichts für sie haben. Als sich ihr die Gelegenheit bot, nahm sie das Schicksal selbst in die Hand. Ich glaube, Sie erwarten mich bereits. Wie spät ist es? 9:55. Oh Gott! Phil, Liebling, wird Zeit, dass du aufstehst! Ich sorge dafür, dass er aufsteht. Die Jungs müssen wissen, wer das Sagen hat. Die Treppe hoch und gleich rechts. Raus jetzt. Oh. Er ist ein viel größerer Bursche, als ich erwartet hatte. Das ist Ihnen aufgefallen. Er ist schon da. Wer? Nick. Noch ein Mann. Selbstverständlich noch ein Mann. Seit wann rauchen Mädchen Zigarren? Wenn mir nach Zigarren ist, rauche ich verdammt nochmal Zigarren. Das war Ihre? Na und ob, mein Süßer. Mit Nick hätte ich diese wundervolle Wohnung. Und mit Phil habe ich die Chance, ein Star zu werden. Michael will mich heiraten. Noch ein Mann? Und mit ihm an meiner Seite fühle ich mich stark, standhaft. Oh, Pelz auf nackter Haut hat sowas Erotisierendes, finden Sie nicht? Miss Pettigrew ist meine neue Privatsekretärin. Nach der Dessous-Show gehen wir einkaufen. Dieser Schal passt perfekt zu Ihnen. Ich werde nicht mit Oliver Twists Mutter durch die Stadt spazieren. Etwas mehr Puder. Schließen Sie die Augen. Gut, aufmachen. Das bin ich. Wie die Natur sie geschaffen hat. Jetzt? Ich bin verrückt nach dir. Sag ja und heirate mich. Er ist einfach unmöglich. Bezaubernd. Will sie einer Frau helfen, die richtige Entscheidung zu treffen? Heute gibt Phil bekannt, wer die Hauptrolle in seinem Stück spielt. Erst kommt West End, dann kommt Hollywood. Kein Spielchen mehr. Es gibt nur noch mich und sonst nichts. Gehen wir, Delicia. Hauen Sie ihm eine rein! Was? Sie scheinen großen Eindruck auf ihn gemacht zu haben. Ja, kann sein. Wäre durchaus möglich. Focus Features präsentiert... Musik, bitte! Waren Sie schon mal richtig verliebt, Guinevere? Das ist verdammt lange her. Oscar-Preisträgerin Frances McDormand. Miss Pettigrew? Miss Pettigrew? Miss Pettigrew. Und die Oscar-nominierte Amy Adams. Wissen Sie, was es heißt, vor dem Nichts zu stehen? Man muss immer wieder im Leben Entscheidungen fällen. In einer charmanten Komödie. Männer sind so aufregend, ich weiß auch nicht wieso. In der Träume Wirklichkeit werden. Eine Frau kann alles erreichen. Sie sind ein außergewöhnlicher Mensch. Miss Pettigrews großer Tag. Jetzt endlich auf DVD.